Einst glaubte ich, als ich noch unschuldig war, und das war ich einst grad so wie du. Gewiss kommt auch mal zu mir einmal einer, und dann muss ich wissen, was ich tu. Und wenn er Geld hat, und wenn er nett ist, und sein Kragen ist auch werktagsrein, und wenn er weiß, was sich bei einer Dame schickt, dann sage ich ihm nein. Dabei hält man seinen Kopf oben und man bleibt ganz allgemein. Sicher scheint der Mond die ganze Nacht, sicher wird das Boot am Ufer losgemacht, aber weiter kann nicht sein. Ja, da kann man sich doch nicht gleich hinlegen, ja, da muss man kalt und herzlos sein. Ja, da könnte doch so viel geschehen. Ach, da gibt's überhaupt nur nein. Der Erste, der kam, war ein Mann aus Kent, und er war, wie ein Mann sein soll. Der Zweite, der hatte drei Schiffe im Hafen, und der Dritte, der war nach mir toll. Und als sie Geld hatten, und als sie nett waren, und ihr Kragen war auch werktagsrein, und als sie wussten, was sich bei einer Dame schickt, ich sagte ihnen nein. Dabei hält man seinen Kopf oben und man bleibt ganz allgemein. Sicher schien der Mond die ganze Nacht, sicher wird das Boot am Ufer losgemacht, aber weiter konnte nicht sein. Ja, da kann man sich doch nicht gleich hinlegen, ja, da muss man kalt und herzlos sein. Ja, da könnte doch so viel geschehen, ach, da gibt's überhaupt nur nein. Dann eines Tags, und der Tag, der war blau, da kam einer, der mich nicht bat. Und da hängte den Hut an den Nagel in meiner Kammer, und ich wusste nicht mehr, was ich tat. Und als er kein Geld hatte, und als er nicht nett war, und sein Kragen war auch sonntags nicht rein, und als er nicht wusste, was sich bei einer Dame schickt, zu ihm sagte ich nicht nein. Dabei hielt ich meinen Kopf nicht oben und ich blieb nicht allgemein. Ach, es schien der Mond die ganze Nacht. Ach, es war das Boot am Ufer losgemacht. Und es konnte gar nicht anders sein. Ja, da musst ich mich doch einfach hinlegen. Ja, da konnte ich doch nicht kalt und herzlos sein. Ja, da musste es doch geschehen. Ach, da gab's überhaupt kein Nein.